Da sind wir wieder, Leute. Und wie war gestern eure Leistungsüberprüfung? Anstrengend? Ich glaube schon, wenn man 30 Minuten versucht, mal durchzulaufen. Im Level 1, im Level 2 schon das Tempo auf 6 Minuten und im Level 3 auf 5 Minuten runterschraubt, ist das schon eine gute Herausforderung. Prima gemacht. Burpees. Ich weiß nicht, wer die Burpees gemacht hat. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wer in 12 Minuten 70 Burpees geschafft hat. Das ist schon mal wirklich eine tolle Leistung. So, jetzt habt ihr ja schon von uns einen Trainingsplan an die Hand bekommen. Ihr habt ein Trainingstagebuch an der Hand bekommen und ihr könnt ja auch dann immer alles so ein bisschen auch nachhalten. Da appelliere ich dran, dass ihr eure Trainingseinheiten mal aufschreibt und immer mal so ein Smiley vielleicht hinmacht, wie es euch gegangen ist, gut gegangen, nicht so gut gegangen. Immer mal auf Gewicht achten, auf den Puls achten, so ein paar Parameter aufschreiben, damit man auch ein bisschen ein besseres Gefühl für sich selber bekommt und auch sich dann so ein bisschen besser einschätzen kann, wie denn gerade so die Leistungsfähigkeit ist. Jetzt haben wir uns gedacht, wir machen Folgendes. Ihr habt jetzt einen Plan von 30 Tagen bekommen. Mit ganz verschiedenen Übungen und ganz verschiedenen Anforderungen. Und jetzt kommt es in den nächsten 10 Tagen so ein bisschen auf euch an. Ihr könnt jetzt ein bisschen variieren und auch ein bisschen selbstständig mixen. Ich werde jetzt immer so ein paar Übungen euch zeigen, wie man hier Übungen anders ausführen kann mit verschiedenen Variationen. Und werde immer gleich die Muskelgruppen benennen, die wir trainieren. Also einen Tag werden wir Beine machen, einen Tag werden wir Oberkörper machen und ich werde immer neue Varianten geben, wie man zum Beispiel heute die Brustmuskulatur, Schultern, Trizeps trainieren kann. Heute machen wir eine ganz klassische Übung, das habe ich ganz am Anfang mal gesagt, der Push-Up. Da habe ich ja mal gesagt, was in meiner Generation der Push-Up war und was in eurer Generation der Push-Up ist von den Jüngeren. Also Liegestütz werden wir heute machen. Und jetzt werden wir mal so ein paar Variationen von den Liegestützen euch, oder werde ich euch mal ein paar Variationen zeigen, wie zwar im Grunde der gleiche Muskel trainiert wird, aber durch Veränderung der Handstellung, Ellbogenstellung, Veränderung des Körpers, wird dann doch noch wieder eine andere Muskelgruppe trainiert und nichts ist schlechter als immer ein gleiches Training und dass der Muskel sich darauf einstellen kann, sondern wir wollen jetzt hier versuchen, mal neue Variationen zu haben. Ihr braucht eine Matte, einen Stuhl, von mir aus eine Kiste oder eine Bank, im Garten könnt ihr das machen, überall. Und ich werde jetzt mal verschiedene Variationen zeigen für die Liegestütze. Und ihr könnt dann zu Hause auf einem Programm Oberkörper mal, wo auch Liegestütze vorkam, sagen, wunderbar, das mische ich jetzt mal mit dieser Art der Liegestütze. Ich mache die jetzt mal vor. So, also Liegestütz Push-Up zuerst klassisch. Du geh mal weg hier. Ganz klassische Muskelgruppe. Immer, da weise ich auch immer darauf hin, wenn ihr trainiert, immer seid ihr vorher, habt ihr euer Programm gemacht, 7 bis 15 Minuten zum Warmmachen, leicht gedehnt, kein Training beginnen, ohne dass man sich ordentlich vorbereitet und natürlich auch nicht nachbereitet. So, klassische Liegestützposition. Schulterbreit sind die Hände auseinander, Ellbogen, Handgelenk, Schulter ist eine Fläche, Finger zeigen nach vorne, wie es steht, auf dem Fußballen, Rücken ist gerade. Viele gehen mit dem Kopf immer runter. Wir halten Halswirbelsäule, Nackenwirbelsäule gerade und gehen jetzt in einer normalen Geschwindigkeit nach unten, haben 90 Grad im Ellbogengelenk und drücken uns nach oben. Ich mache es noch einmal vor, runter. Und wenn ihr hochkommt, atmet ihr aus. Ganz klassische Liegestütz. Brustmuskulatur, Pectoralis, Trizeps, Armstrecker wird trainiert. Schultern werden hierbei mit trainiert. Rücken, Bauch, um stabil zu halten, immer eine tolle Übung. So, wer sagt, boah, das ist mir zu anstrengend? Variante Nummer 2. Ausgangsposition, Hände sind gleich. Jetzt habe ich aber meine Knien auf den Boden gelegt. Meine Füße überschlage ich. Habe den Kopf wieder gerade. Gehe nach unten und drücke mich hoch. Gehe nach unten und drücke mich hoch. Immer bei Belastung atmen wir aus. Variante Nummer 3.
Finger zeigen wieder nach vorne. Jetzt achte mal auf meinen Ellbogen. Also in dieser Variante geht jetzt der Ellbogen nach hinten nah am Körper vorbei. Und jetzt trainieren wir mehr den Trizeps. Hier nach hinten vorbei. Ich mache es noch einmal, schaut her. Der geht nicht 45 Grad zum Körper weg, sondern geht 90 Grad nach hinten und ich komme nach oben. Jawohl. Hier bei der Übung habt ihr einen größeren Anteil Kraft auf den Trizepsmuskulatur. Stuhl. Wer sagt, pass auf, so tief runter komme ich gar nicht. Ja, der Stuhl ist hoffentlich stabil. Ich sag mal ja. Jetzt gehe ich meine Hände hier drauf, hier zurück und könnt jetzt zwischen diesen Lehnen, weil bitte Stuhl muss feststellen, Sicherheit am besten an der Wand stellen, da immer darauf achten, dass ihr da auch auf die Sicherheit achtet. Jetzt geht ihr tief runter und ihr seht, ich komme jetzt hier schon tief nach unten. Also Hilfsmittel wie ein Stuhl, immer tolle Hilfsmittel. Ich kann in der Variante natürlich auch ein Bein anheben, komme nach hinten, habe schöne Körperspannung, gehe ganz tief runter, also viel tiefer als sonst und komme hier nach oben. Kann aber auch wirklich nur 90 Grad gehen. Auch hier ist es möglich, dass der Ellbogen nach hinten geht. Hier rein seht ihr und jetzt kommt der Trizeps. Unglaublich schwierig, ganz andere Variante als hier auf dem Boden. Top-Variante, so kann man auch mal im Büro beim Spaziergehen auf der Parkbank einfach sagen, hey, guck mal hier, Parkbank, sehe ich was, mache ich mein Training, überhaupt kein Problem. So, andere Ebene, ihr geht runter, Füße auf eine Erhöhung, Stuhlbank, was ihr auch immer seht. Jetzt sind wir in einer anderen Position, hier wieder runtergehen und nach oben. Immer wieder einatmen, Belastung ausatmen. Hier gibt es wieder diese Variation. Hände eng, weit auseinander und auch das habe ich noch nicht gezeigt, das will ich nochmal auf der normalen Liegestütze zeigen. Hände macht ihr mal von vorne. Ihr könnt natürlich die Hände auch mal weiter auseinander nehmen, so wie ich sie hier habe, weit und jetzt nach unten gehen. Weit auseinander und nach unten gehen. Letzte Variante, Diamantliegestütz, ganz schwierig, also ist nicht die letzte, die es gibt ganz viele noch Varianten. Aber nochmal eine, Hände sind zusammen, schaut her, wir berühren unsere Daumen und Zeigefinger und gehen jetzt nach unten und drücken uns hoch. Auch wieder eine Übung für die Trizepsmuskulatur. Jetzt mache ich nochmal eine vor, die letzte, auch schwierig. Wer fit ist, kann die auch mal probieren, ich glaube, die haben wir schon mal probiert, indem wir, da müsst ihr auf dem Handgelenk aufpassen, das ist also nicht so eine einfache Übung, die ist so schwierig, also ist jetzt aus dem Gesundheitssport würde ich die also nicht machen, am besten auf dem Rasen machen, dass die oder auf dem Teppich Hände leicht gefedert aufsetzen. Passt auf, ich meine dieses hier. Hopp und hopp und hopp und hopp. So. Top-Varianten: Training, Brustmuskulatur, Trizeps, Schultern, Push-Up, Liegestütz. Lasst euch was einfallen und habt Spaß beim Training. Euer Andi und das Team Atlantis.